Das ist, glaube ich, das Verstörendste, was ich 2016 gesehen habe. Hey Leute, Mado hier und willkommen zu Don't Spill Your Coffee. Bei diesem Spiel geht es darum, dass man seinen Kaffee nicht verschütten muss. Und es hat eine ganz, ganz, ganz beschissene Steuerung. Ich kann meine Figur custom noch irgendwie designen. Bevor... Das ist meine Figur. Ich nenne sie Eduard. Wir können laufen, wir können es drehen. Wir können... Wir dürfen nicht umkippen. Wenn wir umkippen, ist vorbei. Dreh ich mal. Wenn wir Shift... Boah, was sind da für Hasen? Was? Wie sehen wir von vorne aus? Okay, nicht umkippen. Nicht umkippen, das ist so schwer. Ich muss mit der Maus zum einen ausbalancieren und mit der Tastatur. Wenn ich Shift drücke, dann kann er so seinen Booty nach vorne, nach hinten bewegen. Wir müssen da vorne jetzt hin. Und ich muss immer ausbalancieren, weil der sehr, 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 sehr gerne mal nach vorne und nach hinten kippt. Was es super schwer macht, den zu steuern. Stellt euch einfach so ein bisschen vor wie I'm Red. Ich glaube, das beschreibt es wirklich am besten. Und wenn wir Kaffee trinken, werden wir schneller und ich muss immer korrigieren, dass der nicht nach vorne läuft. Und da überkippt. Aber es wird nachher so schwer, glaube ich. So, hier ist ein Schalter. Da müssen wir mit unserer Tasche hinten dran. Das heißt, ich muss mich jetzt hier hinstellen. Einmal drehen. Und jetzt einmal... Come on. Come on, nach hinten. Oh! Yes! We did it! Oh nein. Come on. Come on. Nein, nicht umkippen. Nicht umkippen. Come on. Wir haben es geschafft. Okay. Jetzt kann er umkippen, jetzt ist mir egal. 56% Kaffee noch drin. Ist okay. Eine Minute haben wir gebraucht. Punktabzug. Was? Ich fand es eigentlich ganz okay. Okay, wir haben es geschafft. We didn't say a word. Press A to go to the next level. Ich weiß nicht, was A ist. Ich denke mal Space. Next level, okay. Shadowplay, so, das sieht nach einer selben Map aus. Wir sehen halt schon verdammt geil aus, muss man einfach... Man muss einfach mal sagen, wir sehen extrem cool aus. Okay, und da ist der Schalter von links. Ich habe mir die ersten zwei Level schon woanders angeguckt. Deswegen weiß ich da so grob, was passiert. Oh, danach wird es ein bisschen schwieriger, weil danach habe ich keine Ahnung, was kommt. Wir dürfen den Kaffee nicht verschütten. Wenn der auf 0 ist, haben wir, glaube ich, verloren. Keine Ahnung, wo oben und wo unten ist, weil das jetzt total komisch ist von der Steuerung, von der Seite. Nach hinten. Wir sind an der Wand. Shift drücken. Und jetzt. Nein! Ich finde die Moves, die er am Boden macht, sind aber fast besser als alles, was er sonst macht. Yo, ich bin. Nein! Der ist mit seinem Arsch doch genau dran! Wieso geht das nicht? Nein, nicht umfallen. So viele Möglichkeiten gibt's hier nicht. Ich muss mich einfach daran stellen. Und der muss sich ein bisschen hochshaken. So. Aber es geht nicht! Shaky Booty. Shaky Booty for Linebacker. Komm schon. Do it. Okay, wir haben jetzt noch das Outfit. Level 2. Jetzt können wir es hin. Es ging nur um das Outfit. Das ist jetzt viel besser. Jetzt passt alles. Wir sind da so hart dran gerade. Oh, jetzt geht's. Ich weiß nicht, wie es geklappt hat, dass es klappt. Okay. Wir haben so einen komischen Körperbau gerade, aber ich kann es auch nicht wieder fixen. Okay. Gehen jetzt hier lang. Durch. Durch. Oh, wir schaffen es. Oh, wir haben es geschafft. Von wegen eine Minute. Ich habe locker 10 Minuten gebraucht. Oh Gott, okay. Next Level. Level 3. Oh, es sieht genauso aus. Egal, wir machen das jetzt. Hier runter. Wie komme ich so low? Okay. Das wird sein. Ich glaube, ich mache es richtig. Mann, was habe ich da für ein Freak? Guck dich an, wie der... Oh! Nein! Ja. Warte, Scheiß. Das ist so schwer! Das ist so fucking schwer! Twerk dich nach unten, wie du noch nie getwerkt hast in deinem Leben. Zack. So, nach vorne. Das ist so schwer, das Gleichgewicht zu halten. Ich versuche einfach mal nichts zu machen. Und hoffe, dass er ins Ziel geht. Ey, du warst schon im Gitter und hast noch versagt. Okay, Level 3 haben wir geschafft. Haben gerade gesehen, habe ich geschafft. Und ich habe mich nicht innerlich aufgeregt. Ich war cool. Ich war extrem cool. Wie sollten meine Karte da oben gegen? Das ist doch... Gucken wir uns mal das allerletzte Level an, was es im Spiel gibt. Ist nicht merkwürdig, dass Level 13 der finale Test heißt und Level 14 eine Dance Party... Egal. Oh, Dance Party! Ah, ich verstehe. Level 14 ist einfach nur random Shit.
Guck dich den Typen rechts an. Der hat die Zeit seines Lebens. Das ist, glaube ich, das Verstörendste, was ich 2016 gesehen habe. Das war aber Don't Spill the Coffee. Wir haben jetzt noch ein bisschen eine Dance Party. Der Typ rechts zumindest hat eine, der Typ links hat eine. Ich habe jetzt auch eine. Ich twerk ein bisschen nach hinten. So, jetzt haben wir eine Dance Party. Wenn ihr mit dancen wollt, dann klickt jetzt mal gleich hier rechts auf die Playlist. Oder auf das Video. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dahin! Und ciao!